Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video. Ja, MMO-Angespielt-Video, um genau zu sein. Und zwar The Age of Conan Unchained. Die Free-to-Play-Variante, die mittlerweile sehr weit ausgereift ist. Soweit, dass man... Naja, das kann ich ja gleich zeigen. Erstmal erstellen wir einen neuen Charakter, natürlich auf Mitra. Boom. Und da kommt auch dann schon... das Bildnis des großen König Conan. Die Musik ist episch. Absolut. Nein, ja. Und wir werden männlichen Charakter spielen. Wir werden ein Aquilonia spielen. Wir können aber erstmal hier zeigen. Hier die Cimmerier. Die haben zum Beispiel die Barbaren, die Waldläufer, die Bärenschamanen, die Eroberer, die dunklen Templer und die Wächter. Oh, die Cimmerier können auch Eroberer sein. Das ist natürlich interessant. Die Stygia können die Vollstrecker Seths, die Assassinen, die Waldläufer, die Nekromanten, die Herod des Soti und die Dämonologen sein. Die Kitai kann man nicht spielen, aber das ist klar, das ist eine Addon-Rasse. Und wir nehmen natürlich ein Aklonia. Der kann Assassine, Barbar, Waldläufer, Mitra, Priester, Wächter, dunkler Templer und ein Eroberer sein. Und wir nehmen einen Eroberer. Sehr schön. Charaktername ist hier wohl klar. Silvarius. So, anpassen. Die Augenfarbe. Dann von dem guten Burschen die Muskulatur. Ja, die ist schon okay so. Die Haut sollte nicht ganz so hell sein. Ein bisschen dunkler vielleicht. So, die Körpergröße. Dann hier kein Kennzeichen. Die Stimme. Ist doch ein wenig leise. Aber die nehmen wir. So. Wir nehmen die Frisur mittellang ungewaschen. Nein. Wir nehmen halbglatt kurz. Nein, auch nicht. Nein, 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 nein. Wo ist denn meine Frisur? Da ist sie. Kurz und geglättet. Das nehmen wir. So, dann nochmal zum Kopf hin. Gesicht, Landstreicher, ja, da ist sie. Patriot, Patriot. So. Gesichtsbehaarung. Was gibt's denn da so? Oh, nö. Da brauchen wir keinen Bart. Gesichtsdetails nehmen wir auf jeden Fall. Die Narbe am linken Auge. Und die Haarfarbe nehmen wir dunkelbraun. Also dunkelblond. So, ungefähr. Sehr schön. Ja. Dann können wir hier noch zu, fortgeschritten machen, dass wir ihn noch ein bisschen spezialisieren, aber das brauchen wir gar nicht. Also, Spiel starten! Als männlicher Aquilonia-Eroberer, natürlich! Und los geht's! Das fängt auch gleich gut an. Ich glaube, ich habe die Mucke des Spiels ein wenig leise gemacht. Es wäre ein wenig kontraproduktiv, wenn man nichts versteht. Naja, jetzt sinken wir erstmal auf den Meeresgrund. Blub, 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 blub. Wir sinken in die Tiefe. In die Tiefen der Tiefen. Dort sinken wir hinein, ohne uns wehren zu können. Oh, wir sinken aber ganz schön tief. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Ja, Fett schwimmt oben. Aber wir sind doch gar nicht fett. Naja, egal. Bumm, wir haben eine rote Hose an. Schick. Sehr schön. Und mal gucken, was denn so passiert. Sehr schön, sehr schön. Da kommt ein alter Sack. Geil. Du bist also noch nicht... Okay, die Mucke ist ein wenig leise. Deswegen halte ich die Fresse. Juwel der Bachachan-Inseln. Im Westen liegt Atlantis, stumm und tot unter dem offenen Meer. Im Osten liegt Hyboria, wo der Weltuntergang naht. Aber deine Tage sind schon jetzt gezählt. Der Sklavenmeister deines Schiffes schlägt sich durch die Wildnis, um die Stadt zu erreichen. Sklaven dürfen
dein Schiff Fleisch geladen hatte, wird man dich im Dschungel verrotten lassen. Wenn du sehr interessant. Nach kommst, finde die alte Seherin Nadine. Sage ihr, Kalantas von Ibis schickt dich. Und jetzt geh, finde Sadur, erkaufe dir dein Leben durch seinen Tod. Ja, das fängt dann gleich hart an. Man muss auch dazu sagen, das Spiel ist ab 18. Das erste MMO, glaube ich, was ab 18 war. Willkommen bei Age of Blablabla, brauchen wir keine Hilfe. Kannst du dir schenken, die Hilfe? Kannst du dir schenken, brauchen wir nicht. So, erstmal werden wir ein bisschen die Mucke anheben. Das war auf 5, würde ich mal sagen. 5 ist, glaube ich, ganz gut. Ja, 5 ist ganz okay. Sehr schön. Und los geht's. Wir werden hier... So, was machen wir denn? Wir gehen erstmal hier lang. Wir können kloppen. Wir können hier nach links schlagen, nach rechts schlagen, in die Mitte schlagen. Hier nach links, nach rechts und in die Mitte. Sehr schön. Was können wir noch? Wir können springen, wir können sprinten. Ja, wir können Krokodile vermöbeln mit schönen Bluteffekten. Oh. Sehr schön. Boing und boing, 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 boing. Das Kampfsystem übrigens verstehe ich noch gar nicht ganz. Das ist ein wenig verwirrend. Mit den ganzen Symbolen. Also ich weiß jetzt nicht, wenn da mehr Symbolik sind, ich muss da mal versuchen drauf zu achten. Wenn da mehr diese Dinger sind, ob ich da mehr Schaden mache oder ob ich da weniger Schaden mache. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Erstmal ein paar Krokodile verkloppen. Hauptsache, bumm und bumm. Hauptsache, es macht bumm. Ganz einfach. Bumm und bumm und wieder bumm. Und da liegt was. Was ist denn das? Ein kleiner zerfetzter Reißzahn. Reißzahn, nicht Reichszahn. So, und dann kloppen wir den noch um. Eine helle Freude, Krokodile zu vermöbeln. Boing und boing und boing und boing. Die armen Tierchen, die wir hier zerkloppen. Boing, boing. Boing, boing. Ich will eigentlich nur eins, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig gehe. Sehr schön, wir sind ein Level aufgestiegen. Und wir haben eine neue Attacke gelernt. Ja, doch, ich glaube, ich gehe hier richtig. So, und zwar diese hier haben wir gelernt. Können wir jetzt verbinden mit dem Schlag. Bumm. Und das können wir sogar nochmal. Bumm. Und bumm. Und bumm. So. Der ist tot. Der hat was für uns. Sehr schön, sehr schön. Wo war denn das? Nochmal. Also es war irgendwo hier. Ja, nicht ganz sicher. Oh, da haben wir uns jetzt leicht die Beine gebrochen. Vor allen Dingen kann man sich ja Beine auch leicht brechen. Sehr schön. Aber das ist ein schickes Spiel, das muss man sagen. Also die Grafik des Spiels ist wirklich wunderschön. Okay, jetzt kein Guild Wars 2, aber trotzdem noch wirklich wunderschön. Auch diese ganze Idylle im Wasser. Ganz fein. Muss man sagen. Spielt man gerne sowas. Bumm! Und bumm! Und bumm! Und bumm! Und bumm! Vor allen Dingen das Kampfsystem. Es war zu damaligen Zeiten extrem frei. Also extrem actionlastig. Heutzutage gibt es ja sowas öfters, aber damals so, Age of Conan war so eines mit der Vorreiter der großen MMOs, die so ein Kampfsystem bieten. Noch eines der großen MMOs, das leider etwas untergegangen ist, hier Dungeons & Dragons Online. Man hatte ja große Erwartungen in Dungeons & Dragons Online, die leider aber nicht erfüllt werden konnten. Ja, sehr schön. Die Krokodile sind tot. Wir haben wieder einen Reißzahn bekommen und da ist
der, den ich eigentlich töten wollte. Genau, oder ist er doch. Bumm. 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 Ja, okay. Da mache ich mehr Schaden. 9. Da mache ich 8. Ja, doch, dann ist da das Symbol, wo ich so hinklappe, ist das doch dann mehr Schaden. Okay. Da haben wir einen halb zerdauten Fuß. 2 Tränke. Und zack! Das war jetzt ein Special Move. Also ein Fatality Move. Die sind aber, glaube ich, soweit auch abgeschwächt worden. Früher sah man, glaube ich, noch wie die Köpfe flogen. Ich habe das Spiel damals einmal gespielt, da war das kostenlose Testversion für 7 Tage. Ja, und da habe ich das mal getestet. Da war mein PC allerdings noch nicht wirklich fähig dazu. Zumindest, ja okay, er war dazu fähig, aber er hat auch ein paar Mucken gemacht. Oh, Mädels verkloppen. Ist ja eigentlich überhaupt nicht unser Ding, Mädels verkloppen, aber naja, egal. Bitch, wie geht's dir? Boom. So. Und weiter geht's. Da sind noch ein paar Bitches und ein paar Zuhälter. Sugar Daddies. Sugar Babes und Sugar Daddies. Sehr schön. Bam! Fratzengeballer! Und zack! Über den Kopf! Und über den Kopf! Und über den Kopf! Und bam! Und bam! Und bam! Und du bist tot! Du bist tot, Alter! Bleib liegen! So. Sehr schön. So, wir mit unserer dicken, fetten Keule. Sehr schön. Hier ist nur eine Art Schrein oder sowas. Ich glaube, da sind wir da gebunden, aber das sind wir, glaube ich, schon. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal hier in diese Richtung wandern. Was können wir denn hier? Was ist das denn? Ach, blocken! Stimmt, blocken geht ja auch noch. Oh. Ah, ein freundliches Gesicht unter so viel Hässlichkeit. Bist du verletzt? Nichts, was nicht in ein paar Tagen heilen würde. Ich war nur kurz im Dschungel und dachte, ich könnte mich vor den Plünderern fernhalten. Sie haben mir vor weniger als einer Stunde aufgelauert und mich überrannt, als ich fliehen wollte. Diese Tiere! Du musst mich in dein Leben wohnen. Erstmal wollen wir nämlich hier die Lautstärke etwas höher stellen. Das ist nämlich blöd. Wenn die Stimmen so leise sind. Auch die Soundeffekte können ruhig ein wenig angehoben werden. Die Hintergrundsound muss jetzt nicht unbedingt. Die Hintergrundmusik kann auf 4 bleiben und die Kampfmusik auch auf 4. Die Menüführung ist auch jetzt nicht so wichtig, kann auch auf 4 bleiben. Aber das ist halt hier wichtig. So. So, jetzt nochmal mit dir reden. Ah, ein freundliches Gesicht unter so viel Hässlichkeit. Nichts, was nicht in ein paar Tagen heilen würde. Ich war nur kurz im Dschungel und dachte, ich könnte mich vor den Plünderern fernhalten. Ja, da hast du falsch gedacht. Sie haben mir vor weniger als einer Stunde aufgelauert und mich überrannt, als ich fliehen wollte. Diese Tiere! Du musst mich hier rausholen. Warum bist du überhaupt eingesperrt? Ich war eine Gefangene des Tyrannen von Tortage. Aber nach 3 Tagen bin ich den alles anderen als freundlichen Soldaten seiner roten Hand entkommen. Ich wollte mich in den Wäldern verstecken, bis sie mich vergessen. Dummerweise bin ich dann dem Plünderer in die Arme gelaufen. Ich suche die Stadt. Kennst du den Weg dorthin? Folge dem gewundenen Pfad im Osten. Das wird aber kein Spaziergang. Ich habe nämlich schon den ganzen Tag Rufe gehört. Irgendwelche Räuber feiern ein Fest und Wilde sind auch unterwegs. Vermutlich Pikten auf der Jagd. Bitte beeil dich. Er ist am Strand und durchwühlt das Wrack des gesunkenen Schiffs. Wir werden uns den Plünderer mal vornehmen. Es wird wohl der gute Bursche da sein. Gibt erstmal auf den Arsch. So, geht doch. Das hat er da schönes einen Schlüssel. Hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn er uns mal ein paar von seinen Schwertern geben könnte. Aber naja, egal. Jetzt befreien wir erstmal sie. Und ich danke jeden Morgen den Göttern, dass du mich gefunden hast. Komm, gehen wir in die Stadt. Sobald wir sicher sind, gebe ich dir vielleicht etwas für deine Mühe. Ich werde deine Hilfe nie vergessen. Dann gehen wir jetzt in die Stadt. Aber vorher kloppen wir uns hier mit dem Plünderer. Und dann gibt's fette Beute für uns. Garantiert. Kier de Heat. Glaube ich auch ein Boss. Ja. Der hat
vielleicht einiges Nettes für uns noch. Wir müssen ja mal ein bisschen Ausrüstung bekommen. Oh, er ist ganz schön groß. Ja, nur einen Panzer. Und oh, sehr schön. Seine Sklavenkapuze. Sehr fein, sehr fein. Und seine schwere Dschungelkeule. Oh, wie geil. Noch ein Ring. Können wir auch gut gebrauchen. Ja, die Dschungelkeule, die macht doch ihren Ding ganz gut. Und das Henkerteil sieht auch geil aus. Fängt doch schon mal gut an. So, jetzt können wir hier diese Plünderei erledigen. Oh, finishen! Ja, sehr, sehr blutig, aber wie gesagt, kein Kopf ab mehr. Schade aus. Wenn das Spiel ab 18 ist, dann sollten sie sich damit auch nicht aufnehmen. Neue Hose, was liegt da noch? Zack! Und zack! Erledigt. Neue Klamotten, noch mehr Klamotten. Sehr schön. Jetzt mal neue Hose anziehen, neue Klamotten. Sehr fein, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, weiter geht's. Von Landstreicher zu Bett. Was eine Entwicklung. Skurbel. Bumm. Und bumm. Sie ist tot. Wieder eine neue Kapuze. Die ist aber besser als die Sklavendingsen, weil die Sklavendingsen ist nur was Soziales. Dann nehmen wir doch lieber so ein Ding. Auch wenn wir jetzt aussehen wie so ein Wüstenjaller. Ist egal, außerdem zählt der ja zwar nicht. Deswegen sieht der doch nicht so schlecht aus. Nee, egal. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wilderer. Ja, die Keule macht sich wirklich bezahlt. Dass wir die vorher noch geholt haben. Zack, zack. Zack, zack, zack. Kopf. Und zack. Wahrscheinlich. Das war schon vorher. Was haben wir da noch? Ein Gürtel. Legen wir natürlich auch sofort an. Und das blaue Hemd, das sieht besser aus. Das ist, glaube ich, auch besser. Jetzt aber keiner mehr auf uns, oder? Ne, ja, sieht nicht so aus. Wilderer Schütze. Boom! Boom! Anführer der Wilderer. Gucken, wo sind wir denn hier? Das ist der Strand. Da ist der Sklavenmeister. Das heißt... Wenn jetzt hier, wenn ich hier lang laufe, dann ist da oben der Sklavenmeister schon. Das heißt, ich will vorher noch mal hier lang. Guck, was hier ist. Hm, nichts. Na ja, gut, ich wollte es halt vorher noch mal wissen. Nicht, dass wir hier was übersehen. Wäre ja schade. So. Und weiter geht's. Wir haben eine neue Hose und zwei neue Feinde. Ach, Hose und zwei neue Feinde. Oh, das ist das Problem. So. Bats! 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 Du bist tot, Alter. Bleib liegen. Ab hier. Ja, die beiden bekriegen sich, das ist sehr gut, dann mischen wir uns gleich mal ein. Vorteil weg. Boom.
nicht auf, so stark. Und schon ist unser Inventar voll. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Naja, egal, das, was wir doppelt haben, können wir weglegen. Oder das, was wir nicht brauchen, war ja gesagt. So, die Hose, die braucht auch keinen wirklich. Keiner wirklich. Kein wirklich. So. Jetzt sind wir hier gebunden, hoffentlich. Jetzt geht's auf die Pikten. Dresche. Bumm. Bumm. Und bumm. Und bumm. Du bist tot. Und jetzt bist du tot. Kleine Pisse. Zack. Zack. Sehr schön. Den Piktenknochen. Noch mehr Pikten. Boom. Boom. Das ist nur Fledermaus. Die sich unterscheiden lassen. Fliegen die vielleicht gleich weg oder so. Die sich in eine Fledermaus verwandeln, wa? Bums! Und Bums! Und Bums! Sehr fein, sehr fein. Und Bums! 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 Der kleine Zauberer da hinten, der geht mir jetzt schon die Nerven. Sollten da mal einbinden, den kleinen Pisser. So, schade. Ah, ne, da ist keiner. So, was haben wir denn da schönes? Piktenknochen wieder mal. Und nichts mehr. Nehmen wir noch so eine ganz kleine Randfigur. Außenseite an der Linie. Bumm. Sehr schön. So. Da sind noch ein paar Pikten. Ratterbats, Ratterbats, Ratterbats. Bist du tot. Gleich bist du tot. Hau ich nochmal drauf. Ja, schön. So, und sie jubelt uns schön zu. Das ist immer schön, Chili dazu haben. Ist doch immer fein. Wer steht da vor Sadur? Ich kenne dich, Sklaventreiber. Du hast an Bord dieses verfluchten Schiffes die Peitsche geschwungen. Mir scheint, die Götter lachen heute auf Sadur herab. Ich dachte, ich hätte als einziger überlebt. Aber offenbar wurde ein Teil meines Eigentums verschont. Komm, ich lege dir ein Halseisen an und dann lassen wir dich arbeiten, Sklave. Du willst mich arbeiten lassen, nur über meine Leiche, elender Bastard. Genau das ist mein Plan, Sklave. Das Tor hier ist verriegelt und eine Kreatur, ein Monster, bewacht in den Ruinen in der Nähe den Schlüssel. Komm, wir müssen uns beeilen. Während der Dämon dein Fleisch frisst, schnappe ich mir den Schlüssel und fliehe in die Stadt. Nein, bist du bereit? Nein, es wird nicht sein, dich totzuprügeln, du Hurensohn. Du würdest sterben, wenn du dieses Vergnügen zu kosten versuchst. Sadur ist ein sehr praktisch veranlagter Mann. Er verspricht dir etwas. Wenn du das Mahl des Dämons überlebst, bringt er dich nach Tortage und verkauft dich dort. Ist das nicht deine gerecht, Deine Tage als Sklave haben deine gezählt. Komm her und stirb, Sadur. Das sind mutige Worte aus dem Mund eines Sklaven. Hat die Schande der Sklaverei endlich deine Feigheit besiegt? Aber unter uns, ist es nicht besser, als Sklave zu leben? Wenn du mich angreifst, werden deine Knochen unter der barachanischen Sonne verrotten. Wenn du jetzt niederkniest, werde ich vergessen, dass du dachtest, du hättest ein Rückgrat. Ich bin kein Sklave mehr, du Hund. Ich bin frei und werde dich töten. Denn obwohl du das Mahl trägst und für mich sehr wertvoll bist, verachtet Sklavenmeister Ulrich aufsässige Ware. Und du wirst dich nicht dem Dämon opfern? Bah, soll die große Schlange entscheiden, was mit deiner unwürdigen Seele geschieht. Wir dürfen uns erstmal Freiheit erprügeln. Schade, den wollte ich ja nicht so hinrichten, aber egal. Jetzt haben wir erstmal ein Schwert. Ist das besser als die jetzige? Naja, mit dem zusammen ist es besser.
von daher... So, jetzt haben wir erstmal zwei Waffen. Jetzt kümmern wir uns noch um diese Pikten. So, ist das fein, gefällt mir das. So, diese Pickenknochen sammeln wir lieber ein, davon kann man nämlich, kann man glaube ich schön verkaufen. So. Zack. 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 Und zack. Da geht er down, der kleine Pisser. So. Da kommen auch schon die nächsten Picken. Wieder aufeinander picken. Boah. Auseinander picken werden. Zack, zack, zack. Die Pikten, wir pickten sie. Wir pickten die Pikten. Sehr schön. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Die Jungs müssen auch noch einen auf den Sack bekommen. Wenn ich gerade zu weg von uns. Sieht's? Boom! Ah, scheiße. Die nehmen wir auch. Egal. Er kriegt die volle Ladung ab. Er kriegt erstmal den hier. Dann kriegt er noch den hier. Bam! Das muss da eigentlich schon reichen. Das reicht für diesen... für diese Torfnase komplett aus. So. Kümmern wir uns um ihn hier. Den nächsten picken. Auf die Reise schicken. Boom! Etwas viele angesagt. Das war jetzt nicht so produktiv. Das war jetzt gar nicht so produktiv. Sehr schön. Weiter geht's hier. Und Bob. Und er ist auch wieder da. Oh Gott, wo ist meine... Ah, okay. Zack. Und... Zack. Oh, wie geil. Sasch. Nice, nice. Oh, jetzt kommt der nächste Pick da. Auch einer auf den Sack. So. Der Junge ist auch tot. Hm. Ah, diesen Bogen können wir nicht wirklich viel mit anfangen. Brauchen wir den auch nicht. So, die nächsten Pikten sind in diesem Gebäude. Oder der nächste Pikte, ist ja nur einer. Zack und zack und zack und zack und er ist tot. Und er hat natürlich wieder einen Knochen für uns. Ja, ja, so ist das fein, ne? Was liegt hier Schönes? Eine Unterbox. Alles in allem doch sehr fein. Jetzt haben wir uns extrem viele Pikten angemacht. Ja, das schaffen wir schon. Boom.
Boom. Boom. Ja, noch Knochen. Noch mehr Knochen und noch mehr Knochen. Da sind wieder unsere lieben Freunde, die Picken. Wer auch sonst. Bumm. Und bumm. Das ist gut. Jetzt wird es gleich. Sehr fein, sehr fein. Ich glaube, hier ist nichts mehr sonst. Dann können wir uns jetzt... hier oben kümmern. Boom! Sehr schön down. Das geht genauso down. Der da hinten natürlich. Und der da. Der ist natürlich auch ein Dorn im Auge. So. Bats, Bats, Bats. Der ist tot. Jetzt. So, kämpfen. Zack, ein passendes Ende. So, was haben wir denn hier Schönes? Leber ist kurze Hose, Fuckies Biss und den halb verdauten Fuß nehmen wir dafür ab und nehmen uns dafür den Dolch. Fuckies Biss nehmen wir auf jeden Fall. Und das ist ein Zweihänderschwert. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Ansonsten ist hier nichts mehr. Auch an dieser Tafel kann man nichts machen. Gut, dann geht's wieder zurück. Tanz akelonisch. Lalalalalala, wir tanzen erstmal eine Runde schön. Rast erstmal. Ah, sehr fein. Sehr fein, sehr fein. Du war doch hier, ne? Ja. So, das Tor ist offen. Wo ist jetzt dieser Dämon? Das soll der Dämon sein. Oh mein Gott, ein Affe. Soll der Dämon sein. Ja.
Bananen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die sehen wertvoll aus. Das legen wir dafür ab. Ja, hier dieses Hemd, das haben wir sowieso doppelt. Was man auf jeden Fall zu bemängeln hat, man hat ein ziemlich kleines Inventar. So. Bats! 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 Und Bats! Und Bats! Ist tot. So. Hier können wir wieder respawnen. Spiel ist heute entdeckt. Sehr schön. Wieder ein Affi. Boom. Und boom. So, Affi ist tot. Weiter geht's. Und wieder ein Affi. Bats, 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 bats. Und er ist auch tot. Jetzt kommt der nächste. Zack. Zack! Und Zack! Meisterlich bekommen. Und der Affenkönig. King Kong. Wieder unsere geile Kombo. Fast versaut. Schatz des Affenkönigs. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit, das Ding. Sieht wertvoll aus. Und da ist noch so ein Affe. Noch so ein Elfchen. Ja, hat er irgendwas fallen? Ne. Was haben wir hier? Ein paar Perlchen und ein Tränkchen. Sehr schön. Da ist ein hübscher Lavaberg. Da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen hier durchs Tor. Total Stadt. Freund? Immerhin scheint es nicht verriegelt zu sein. Auf der anderen Seite erwartet uns die Stadt. Aber hier komme ich auch ohne deine Hilfe zurecht. Ich habe weder Geld noch etwas von Wert, womit ich mich für deine Mühe erkenntlich zeigen könnte. Aber komm in der Stadt zu mir. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Und nicht vergessen, kein Wort darüber, dass du geflohen bist oder irgendwelche Sklavenhändler getötet hast. Du weißt, wie man Pikten den Schädel einschlägt. Aber halte dich in der Stadt von Ärger fern, wenn du den nächsten Morgen erleben willst. Das ist natürlich ein guter Rat. Bis zum nächsten Mal. Und das Spiel lädt. Wir haben damit dann wohl die Hafenstadt erreicht. Oder die erste Inselstadt. Die Inselstadt. Tortage. Piratenstadt. Das Juwel der Bacharan-Inseln. Was haben wir denn hier? Torvik. Ach, das ist ein Spieler. Was haben wir denn hier noch? Panther. Die vermöbeln wir erstmal. Wer bist du? Hi! Ich suche die Stadt. Turach! Warum? Ja, schau dich um.
Du siehst Bäume, Dreck, das Blut des Vulkans und eine gemauerte Stadt. Ich könnte von hier auf die Mauer spucken. Bei Krumm, Lava! Warum denkst du, baue ich diesen Damm? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Dann geh! Ein neuer Tag auf Tortage. Ein neuer Tag mit schlechtem Bier und übler Gesellschaft. Ich darf euch nicht einlassen. Ihr tragt die Ketten eines Gefangenen. Die Rote Hand hat jetzt in Tortage das Sagen. Sie dulden in der Stadt keine entflohenen Sklaven. Ihr könntet einen Schmiedehammer oder eine Waffe benutzen, und doch habt ihr nichts von alledem. Aber niemand soll sagen, Hauptmann Laranga wäre ein kalter Mann gewesen. Einer der Schmiede der Stadt, Turach. Er arbeitet drüben am Lavastrom. Sprecht mit ihm. Ihr kommt aus einem fernen Land, ja? Die Rote Hand ist ein Teil der Roten Bruderschaft, des Piratenbundes der westlichen Meere. Admiral Strom befehligt die Rote Hand. Jetzt also die Rote kontrolliert Hand auf Europa, er auch Tortage. Ihr segelt in Gewässern, die ihr besser meiden solltet. Ja, auf meiner Brust brennt Stroms Rote Hand. Wer sich zu sehr mit solchen Dingen beschäftigt, fällt früher oder später der Roten Hand zum Opfer. Euer Interesse kommt einem Todesurteil gleich. Ich habe gesehen, wie Menschen gepfählt wurden, weil sie sich Strom oder den Soldaten der Roten Hand widersetzten. Es gibt schönere Arten zu sterben. Okay. Vergesst es. Lebt wohl. Will uns wohl nichts erzählen? Dann gehen wir erstmal zu diesem Schmied. Tuach, kannst du diesen Fetzen verstehen? Ei! Das ist der beschissenste stygische Stahl, den ich je gesehen habe. Der Schmied, der das verbrochen hat, sollte sich schämen. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Die Lava steigt! Und wenn dieser verdammte Damm nicht fertig wird, ertrinkt ganz Tortage im glühenden Blut des Vulkans. Ganz in der Nähe ist ein Steinbruch. Ich brauche Ziegelsteine. Leider fehlt von meinem Karren jede Spur, seit mein Maultier vor Angst durchgegangen ist. Aber du bist doch kräftig, oder? Bring mir meine Ziegelsteine und ich durchtrenne deine Ketten. Bei Krumm und Ymir! Ich bitte dich, mir ein paar Ziegel zu besorgen und du fragst nicht nach den örtlichen Legenden aus. Die Lava steigt! Wir haben noch viel zu tun! Ich habe keine Zeit, mit dir über Dämonen und das Geschwätz von Narren zu reden. Schön, dass du es endlich einsiehst. Wir haben ja eh keine Wahl. Ja, und nun geh schon. Dann geh. Drei Ziegelsteine besorgen. Dann tun wir das mal. War klar, dass die Dinger nicht irgendwann kommen. Das geht ja selber auch hin. So gut bewacht sind die jetzt auch nicht. So, eins. Zwei. Und Nummer drei. Gehen, mal gucken, was hier ist. Nicht wirklich tolles. Oh.
So. Abgeben. Hätten wir das auch geschafft. Weiter geht's. Ich habe deine Ziegelsteine erreicht. Ei! Oh! Und schneller als ich dachte. Gib sie mir. Gut. Jetzt kann ich meine Arbeit zu Ende bringen. Ich bezweifle zwar, dass ihr mich als Helden feiert, aber wenigstens werden wir überleben. Na dann los, bevor die Soldaten der Roten Hand vorbeikommen und sehen, was wir vorhaben. Leg deine Handgelenke auf diesen Stein und wende dein Gesicht ab. Ich mag es nicht, wenn Unschuldige in Ketten liegen. Außerdem hasse ich dieses schwache, stygische Eisen. Ich zerstöre das Zeug mit Freude. Dann sind wir jetzt frei. Dann geh. Und können jetzt wohl auch nach Tortage. Hi, ich bin Laranga, der Hauptmann der Mauer. Sieh an. Ihr seht aus wie ein entflohener Sklave, der mich kürzlich angefleht hat, ihn in die Stadt zu lassen. Aber ich bin sicher, ihr habt noch nie die Ketten eines Sklaven getragen. Also gut, ihr dürft passieren. Okay, recht. Aber es gibt eine Bedingung. Geht zur Taverne, zum durstigen Köter, in der Nähe des Tors. Die Kellnerin dort, Tina, gebt ihr diesen Brief. Ich werde sie nach Dienstschluss aufsuchen. Ich erfahre also, wenn ihr euer Wort brecht. Sagt ihr, Laranga schickt euch. Und wagt es nicht, sie zu betatschen. Verstanden? Danke. Ein Wort der Weisheit, falls ihr Zeit habt. Dies war die erste Lektion, wie Tortage funktioniert. Gefälligkeit gegen Gefälligkeit. Jeder ist nur so gut wie sein Wort. Seid vorsichtig, wenn ihr jemandem den Rücken zukehrt. Es sei denn, ihr wollt erstochen werden. Ihr denkt, der Dschungel war schlimm? Willkommen in eurem neuen Zuhause. Okay. Passt auf euch auf. Gucken wir uns das hier doch mal an. Du hast ja ganz schön tief Glas. Ich habe ja auch jede Menge Sorgen zu ertränken. Ich wurde aus meinem Haus über der Stadt vertrieben und die Rote Hand schert sich nicht um das Volk. Ich habe früher mein Geld mit dem Flicken von Kleidern verdient. Ehrliche Arbeit, die immer gefragt war. Bis zu dem Tag, an dem ein paar brutale Piraten vor meiner alten Hütte standen. Sie haben ein Lager errichtet und meine Kunden verscheucht. Genau wie das Mädchen, das mir immer Essen brachte. Wenn ich nur meine Werkzeuge hätte, dann könnte ich von hier arbeiten. Ich kann dir deine Werkzeuge holen. Aber ich traue mich nicht, sie zu holen. Wirklich? Wenn du mir meine Garnspulen bringst, würde das für den Moment schon reichen. Sie liegen in meiner Hütte jenseits der Tore, rechts neben dem Steinbruch. Du musst ein paar Treppen steigen, um dorthin zu kommen. Bring mir einfach genug, damit ich mir die Zeit mit ein wenig Arbeit vertreiben kann. Leb wohl. So, haben wir schon mal den ersten Auftrag. Da ist noch jemand, ein Hufschmied. Seid gegrüßt, wie geht's euch? Seid gegrüßt! Mir ging es schon einmal besser, genau wie der Stadt. Der Handel leidet unter der Blockade.
Ich finde keinen Käufer für meine Waren und kann kein neues Arbeitsmaterial beschaffen. Ich bin ein Schmied ohne Metall und ein Händler ohne Kundschaft. Stroms rote Hand macht ihrem Namen alle Ehre. Sie erstickt den Handel in der Stadt. Scheint also schwer zu leiden. Schwer ist gar kein Ausdruck. Stroms Männer töten jeden, der es wagt, etwas gegen ihn oder die neuen Gesetze zu sagen. Händler verlassen ihre Läden oder werden einfach ermordet, weil sie angeblich die Rebellen unterstützen. Die meisten Leute kann überleben nur, indem sie anderen Gefallen tun. Seid ihr zu stolz, um euch als Plünderer zu betätigen? Wenn ihr die leeren und verlassenen Stände unten am alten Hafenmarkt durchsucht und mir eure Funde überlasst, bezahle ich euch so gut ich kann. Oh, mein Bedarf ist gewiss berechtigt. Unten am Hafenmarkt hatten früher ein Lederer, ein Fleischer und ein Bäcker ihre Stände. Alle drei wurden von der Roten Hand hingerichtet. Sie werden also nichts vermissen, wenn ihr mir etwas aus ihren Ständen bringt. Das kann man doch vertreten, würde ich mal sagen. Lebt wohl! Na, jetzt werden wir erstmal ein paar Sachen verkaufen. Zwei die blaue Perlen, die Klaue, das, die Dinger, dies. Das. Die nicht, aber die Bananen. Können wir erstmal gucken, was hatten die so für uns. Na, brauchen wir nichts von. Waffenschmied habe ich schon auch nichts Tolles. Nee, im Moment nicht. Donus, den können wir noch nicht reden. Sancta. Ne, mit denen allen können wir noch nicht reden. Aber mit ihr, Sancta. Hallo. Hm? Ja? Hallo zurück. Euer Blick sagt mir, dass ihr nicht hier seid, um euch zu vergnügen. Ach, in meinem Haus der Lüste läuft es nicht gut. Die Piraten, die wegen der Blockade in Tortage festsitzen, nehmen sich einfach, was sie wollen, ohne dafür zu bezahlen. Die Mädchen sind verärgert. Entsteht euer Eifer aus Wut über diese Ungerechtigkeit oder wollt ihr meine Mädchen beeindrucken? Wie dem auch sei, vielen Dank. Sie lungern in der Gasse hinter mir herum. Wenn ihr ihnen einige Wertgegenstände abnehmen könnt, haben der Hunger und die Schmach meiner Mädchen ein Ende. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal dem guten Tischler helfen, also den guten Schneider. Ich gehe mal davon aus, dass das hier gemeint war. Ich glaube, ich meine das nicht. Zack. Gott sei Dank. Zack. Und Bats. Auch nicht schlecht, diese Sprünge. Der Steinbruch, da finden wir nichts. Und Bats, du bist auch tot.
Wusste ich doch, hier finden wir was. Drei Stück von diesen Dingern. Die auch schon wieder zurückgegeben. Ich habe deine Materialien. Gib. Perfekt. Der Gedanke, damit kann ich eine Weile arbeiten. Vielen Dank. Ich hatte wirklich nicht das Bedürfnis, über einem piktischen Feuer gebraten sehr schön, zu werden. Jetzt haben wir erstmal eine neue Hose bekommen von ihm, die auf jeden Fall besser ist. Skeki. Ei? Ich habe Hunger, großen Hunger. Oh, was für eine geniale Idee. Ich finde nur nichts zum Essen. Blöd, was? Früher habe ich von den Früchten des Meeres gelebt. Aber jetzt, wo die Rote Hand den alten Leuchtturm im Hafen übernommen hat, traue ich mich nicht mehr, dort zu angeln. Wenn die Rote Hand einen auf dem Kieker hat, wird man bestenfalls in der Gosse verprügelt und schlimmstenfalls den Fischen vorgeworfen. Ich übernehme das, wartet auf. Also muss mir jemand anderes meinen Fisch besorgen. Würdet ihr das wirklich riskieren? Geht nach unten zum Hafen und dann nach Süden zum Leuchtturm. Sucht dahinter meine Angeln. Ihr dürftet jede Menge Fische finden. Dem guten Mann kann geholfen werden. Lebt wohl. Was willst du, Bettler? Ja, was gibt es? Ich will leben und reich sein. Ist das zu viel verlangt? Früher besaß ich ein blühendes Geschäft. Meine Villa war voller Gold und Reichtümer aus aller Welt. Jetzt ist nichts mehr, wie es war. Die Rebellen haben Strom zu der Blockade getrieben, die jeglichen Handel und jegliche Piraterie unmöglich macht. Diese Stadt stirbt jeden Tag ein kleines Stück mehr. Natürlich, aber nur als elender Bettler. Aber ich habe einen Plan. Sobald Strom die Rebellen ausgelöscht hat, hebt er die Blockade auf. Und ich werde wieder reich sein. Siehst du die Leichen hier? Das waren alles Rebellen. Ich verrate der Roten Hand ihren Namen. So komme ich wieder zu Geld. Bald werden die Rebellen besiegt sein. Durch diese Anschuldigung entledigt man sich in Tortage seiner Feinde. Strom geht kein Risiko ein. Er tötet selbst die, denen nur vorgeworfen wird, mit den Rebellen zu sympathisieren. Meine einzige Sorge sind einige Piraten, die sich in der Stadt versteckt halten. Sie hassen mich und drohen ständig, mich der Roten Hand auszuliefern. Ich kümmere mich um sie. Gut. Geh zum Hafen und biege links in eine Gasse ein. Das Lager der Banditen liegt in der linken Ecke dieser Gasse. Schalte sie aus und kehre dann zu mir zurück. Ich habe in der Gosse etwas gefunden, was du brauchen könntest. Wenn du mir diesen Gefallen tust, überlasse ich es dir. Haben wir schon den nächsten Auftrag? Lebt wohl! Aber jetzt gehen wir uns erstmal mit ihm hier mit dem Piraten kloppen. Quatschen. Was gibt es? Ihr habt ein scharfes Auge. Ja, ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, euch um eine Gefälligkeit zu bitten. Es ist eine einfache Aufgabe, allerdings birgt sie gewisse Gefahren. Seid ihr interessiert? Eine Freundin von mir benötigt einige spezielle Zutaten für einen Trank. Sie steht unter einem Fluch und braucht alchemistische Gegengifte, um gesund zu bleiben. Das Gift von Schlangen und Skorpionen. Jeweils nur einige Tropfen. Geht in den Garten hinter Lady Mitrells Haus, vor der Stadt, jenseits des Mitra-Tempels.
Ich habe dort schon häufiger Jagd auf besagte Zutaten gemacht. Ich brauche gar nichts, denn ich werde ihn nicht brauen. Ich besorge, was mir aufgetragen wird, egal wie sinnvoll es mir erscheint. Okay. Aber darum hat Tarisha mich gebeten. Also soll sie es bekommen. Stärke und Ehre. Sehr schön. Piraten haben mir einen Gegenstand. Hm? Ja? Ich danke euch. Wunderbar. Ich werde einiges davon mit den Mädchen teilen. Vielen Dank. Sehr schön. Wir hätten auch geholfen. Finden. Eine Lederrolle finden und was noch? Ein Hackebeil. Wo soll besagtes Hackebeil jetzt sein? Vielleicht oben irgendwo? Ah, da. Da ist besagtes Hackebeil. Und dann geht's jetzt hier lang wieder. Ne, da geht's nicht lang. Und Schlange sammeln. Beim Leuchtturm die Fische holen. Dann können wir mal eben zum Leuchtturm gehen. Wumpe. Sieht aus wie so ein Sklavenhändler. Nee, nee. Da halten wir uns lieber fern von. Okay, da gehen wir auch noch nicht lang. Das ist noch ein wenig stark für uns. Dreckige Piraten töten. Das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder in die Mitte der Stadt und da machen wir dann erstmal einen Break. Oder das Ende der Aufnahme, würde ich mal sagen. Also, Age of Conan, was bleibt zu sagen? Ja, ein sehr geiles Spiel, muss man sagen. Also ein sehr, sehr geiles MMO. Macht übelst viel Laune. Besonders die Kämpfe. Und auch an sich dieses ganze Barbaren, Conan, Flair, dieses ganz altertümliche, das ist wirklich genial gemacht. So, wer Interesse hat, lädt es sich einfach runter. Auf der offiziellen Seite kriegt man es komplett umsonst. Und wie gesagt, jetzt noch mit mehr Inhalten als damals.
Also richtig, richtig geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Folgende Warnung gilt und für jeden innerhalb der Stadtbauern. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten angespielt, MMO angespielt oder bis zum nächsten Let's Play an sich. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Macht's gut und over and out.